So. Und somit herzlich willkommen zurück zu wieder mal einem Dark Souls 1 Livestream. Ich hoffe, alles läuft einigermaßen rund. Nochmal schauen. Guck ich mal. Haben wir denn ein Bild? Tatsächlich, wir haben ein Bild. Moinsen, Marc. Und alles gut bei dir. So, bin ich zufrieden. Stream läuft wunderbar. Um Himmels Willen. Ja. Dann, was würde ich denn mal sagen? Dann bewegen wir uns den Arsch da runter. Ja, ich muss zugeben, ich werde aus den Endings von Dark Souls 3 auch nicht so ganz schlau. Also für die, die es jetzt nicht hören wollen, muss ich es ja sagen. Jetzt Video für 10 Sekunden mal stumm schalten. Ich finde das gute Ende einfach so wie alle anderen Enden auch. Du entzündest das Feuer und das war's. Nix hat sich geändert. So. Ich erinnere mich, genau, wir waren ja hier in Dingens hier, in Schandstadt. Haben wir ja übelst abgelost. Da habe ich ja in meiner weisen Voraussicht beschlossen, ich gehe da nicht mehr durch. Ich habe da alles geholt, was ich wollte. Das langt. Ja. Wie ich sehe, müsstet ihr mich auch wunderbar hören können. Ja. Also ich darf ja, ich habe ja gesagt, ich äußere mich nicht mehr weiter zu Dark Souls 3. Ich meine, es macht nicht alles falsch. Es hat auch seine Stärken. Ich muss sagen, es hat auch schöne Seiten, aber ja, oh, die hatte ja jedes Soulspiel. Danke, ich. Naja, ich meine, okay, es ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, es ist 4, naja. Gut, 3 und ein geheimes Ending gibt, aber ich meine, die geben sich auch nicht viel. Also das eine ist böse, das eine ist ultra böse, das eine ist gut und das andere, das ist irgendwie so, ja, naja, ne, also halt, ja, hier ne, Ending und so und dann und alle zufrieden und yay. Wird im Stream übrigens, Marc, wenn du gerade da bist, wird das angezeigt hier als Dark Souls? Also, dass man das auch findet? Oder muss ich das noch manuell... Oh. Muss ich das manuell eintippen? Gut. Dann eben nicht. Heute muss ich auch zugeben, heute habe ich irgendwie nicht so wirklich Bock gehabt, anfangs zu streamen, aber ich dachte mir dann, ach mein Gott, noch eine Woche aussetzen wäre jetzt auch scheiße und muss ja ein bisschen vorangehen und ja, schauen wir mal, wie sich die ganze Sache halt entwickelt. Ey, der Hillchen, ey moin, lang nicht gesehen und alles klar bei dir.
Hello, Bro, moin. Und auch bei dir alles klar. Ja, eigentlich alles in Ordnung. Also bei mir schon. Ich hatte ja jetzt 2 Wochen quasi fast Urlaub, wenn man so will, von YouTube. Und wenn man mal keine Videos machen muss, ist auch mal ganz schön. Ach, wir müssen ja sogar. Wir müssen die Ausforderung umkehren, weil wir müssen ja ein bestimmtes Event triggern. Ei. Dann auf jeden Fall gute Besserung, Low Pro. Das Bein, du. Seht ihr das gerade eben? Ich weiß nicht, was will uns Kate gerade sagen, Leute? Ich verstehe das nicht. Was will die Frau uns sagen? Was hat das zu bedeuten? Will sie irgendwie das Schwert aufrechterhalten oder wie? Ich verstehe das nicht. Naja. Passiert das jetzt nochmal? Ah, sie hat er angesetzt. Ich hab's genau gesehen. Sie hat er angesetzt. Moment, geht das nochmal? Komm, mach diese Andesitzpose nochmal. Da geht was. Jawohl. Es geht tatsächlich. Also ich verstehe es nicht, aber gut, wenn sie meint, wenn sie das braucht, gut, dann soll die Frau mal machen. Oh, und ich habe gerade ganz dreist und Arschloch, wie ich bin, gerade noch 2 Sekunden, bevor ich den Stream angefangen habe, kurz mal am Leuchtfeuer gesessen und habe die Feuerkugel durch innere Kraft ausgetauscht. Ei, jetzt, ja, ich habe so viel Off-Cam. Ja, aus dir rein! Au! Mau! Oh, Mildred, du olle fette Plötz, wenn ich mich umdrehe, ich sag. Au! Geh raus, au! So, jetzt zu der Dicken da. Hallo, du! Au! Also in gewisser Weise ist das ja gerade ein bisschen Ganken, ja. Das ist Fliege und dicke Frau gegen die gymnastikbegeisterte Kate. Hallo. Möchtest du? Danke, du gehst mir auf den Sack. Und du auch. Ist ja furchtbar. Für was haben wir jetzt eigentlich nochmal das Spiel angefangen, dass ich gleich wieder nervlichen hier so einen Kollaps bekomme? Ja, Menschlichkeit, jawohl, und Schlachtermesser, das ich nicht benutzen werde. Yay! Und so. Ja. Möchte Power, wir sind bitte mal hier. Ich steige mal auf in der Zeit. Möchte Power, wir finden vielleicht hier mal ein bisschen auf die Bremse drücken, weil ich habe hier keine Lust, noch 5 Minuten am Leuchtfeuer zu rasten, warte, bis die Scheiße abgeklungen ist. Ach ja, was Dark Souls 3 so aus einem machen kann, man möchte sich's gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich habe lieber ein bisschen mehr Lebensenergie. Ja, doch. Ja, vor allem die Fliegen sind so schlimm, finde ich, weil du triffst sie nicht mit jeder Waffe gleich. Also, die hier schon. Die sind jetzt nicht so wild. Aber die anderen Fliegen sind echt asozial. Wieso habe ich so wenig Leben? Ach, scheiß drauf. Ah, ich hab... Ja, wir gehen doch lieber nochmal zurück, weil... Mir ist gerade noch was eingefallen. Ich habe ja oben jetzt so einen Punkt Menschlichkeit und weil da ja die potenzielle Gefahr besteht,
dass der ja doch verloren gehen kann. Na, den fachen wir mal lieber hier, dann habe ich wenigstens 10 Estus in der Tasche. Das ist ja auch schon mal was. So, jetzt aber. Ach, darum hat die Kay die tolle Ninja Leggings an. Die macht hier so Gymnastik. Ich dachte mir schon. Ich weiß nicht, ob ich meine persönliche Meinung jetzt hier zu Dark Souls 3 äußern darf oder ob sich... Also ich würde ja sonst lieber sagen, ich sag einfach gar nichts dazu. Ehe wieder jemand weint, weil ich darf da ja nicht meine eigene Meinung zu sagen. Ich muss es ja feiern und toll finden. Also das ist jetzt nicht lächerlich drüber, sondern ernsthaft. Ich muss es ja toll finden. Sonst ist das ja... Wow. Ich finde es zumindest vom PvP und vom Multiplayer-Aspekt her eine absolute Katastrophe. Das kann ich zumindest sagen. Vom Singleplayer her ist es ganz okay. Aber vom Multiplayer her, allein schon die Tatsache, dass du dir mittels Passwort einen Freund beschwören kannst, unabhängig vom Level, also sprich, der kann High-End-Ausrüstung haben, ja, dann verlierst du eigentlich rein theoretisch Low-Level-PvP nicht mehr. Wo war denn das Loch? Ach, da oben. Hab ich. Yay, hab ich. Eiskalt. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, das ist jetzt nicht, wer sich davon beeinflussen lässt. Yay, ich habe Kontrolle über euch. Yo! Nee, aber ernsthaft, ich finde es den schlechtesten Teil. Ich als jemand, der wirklich sehr viel PvP spielt, finde es eigentlich den schlechtesten Teil. Storymäßig ist es ganz okay, aber auch da hat es massive Lücken. Ein Beispiel, viele von euch haben es ja mittlerweile vermutlich auch schon gespielt und das ist ziemlich am Anfang. Die Abgrundwächter, die Abyss Watchers. Wo bitte im Spiel ist der Abgrund, den sie bewachen? Ich meine, tut mir leid, aber das ist schon ein bisschen... Also, das ist schon schlampig. Wir beschwören mal die Dicke hier eben. Der dicke Mildred, Menschenfresser, ja. Nee, ich darf, wie gesagt, ich darf da ja nicht, meine Meinung drüber haben oder halt mal gegen den Strom schwimmen, weil dann ist das ja gleich, ja, du lässt ja kein gutes Haar dran. Wenn das Spiel so viel falsch macht, dann ist das so. Moin, Julia. Hallo. Kommst gerade richtig. Wir müssen die nackte Halbspinne töten. Das PC-Debugger habe ich auch schon mitbekommen. Das hat der Lasi auch schon erzählt. Das ist ja eine absolute Frechheit, was da abgeht auf dem PC. Also, dass ich das nicht... Ey, überlegt euch mal. Miyazaki hat auf seinen Twitter-Account gepostet, dass Dark Souls 3 also beim Director nicht flüssig läuft. Und dann finde ich nichts gut am Spiel. Der Director gibt selbst zu, dass es nicht läuft. Ich sollte weniger spöttisch drüber sein. Ich sollte mich auf Spinnentöten konzentrieren. Entschuldigung, ich ließe mich gehen. Aber ist ja so. Der Director sagt selbst, dass er nicht gerufen wird und dass sein Rechner dauernd abkürzt beim Spiel. Da läuft was nicht. Au. Au, das war knapp. Quäler, jetzt sei mal nicht so. Jetzt sei mal nicht so. Ich bin großer Fan deiner Schwester, das weißt du. Also nicht von dir, weil du willst mich immer unter Lava ersticken. Das mag ich nicht so. Genau, und dann versucht sie es gleich. Und dann will sie es gleich nochmal machen. Ich wäre ja auch Fan von dir, wenn du kein Bossgegner wärst und da so spinnig und so und weniger Lava und ja, naja. Naja. Mildred, ich bräuchte deine Assistenz. Merci beaucoup.
Wäre die Frau bitte so freundlich. Ja, da konzentrier dich auf das Ziel da, auf dieses Breite, dass du weniger verfehlen kannst. Die Katie ist doch so dünn, da muss ich doch nur so anstrengen, dass sie triffst. Siehst du? Ich komme dir auch sogar entgegen, Quellack. Da soll mal einer sagen, ich helfe dem Bossgegner nicht. So, machen wir mal Feierabend. Ne? Halt, falsche Geste. Egal, das tut's auch. Dann eben bei der. Jetzt ist sie schon weg. Gut, dann verabschiede ich die nicht. Meine Damen und Herren, das war Mildred. Jetzt muss ich mal kurz Chat lesen und dann geht's gleich weiter. Ich muss sagen, ich nehme es mir einfach raus. Ich bin schon lang genug bei den Souls-Spielen dabei. Und jeder, der angeschissen kommt und meint, der kann mir was erzählen, der muss erstmal die Spielstunden und die Zeit in diese Fuck-Spiele investieren, die ich da reingesteckt habe. Ich kann es mir leisten, die Spiele scheiße zu finden. Was ich nicht tue, aber das zumindest, das dritte. Wie gesagt, storytechnisch ist es okay. Hat furchtbare Lücken. Ich denke mal, die werden dann durch DLCs geschlossen. Aber, für mich ist Dark Souls 3 kein PvP-Spiel! Parieren habe ich in Dark Souls 2 gelernt bis zum Anschlag. Ihr war dabei, Jahresanfang, ich konnte das. Jetzt ist es für'm Arsch. Ich konnte sogar da in Dark Souls 1. Übrigens, sah cool, der Riese. Dann, wenn wir schon mal dabei sind, dann wäre es schon richtig. Ich finde es nicht richtig. Ich finde es okay, wenn du mit einem Kumpel zusammenspielen willst, über Passwort. Nö, ich mag PvP. Ich mochte PvP schon immer. Deswegen mag ich die Souls-Spiele so. Koop ist mir egal, ich komme allein auch durchs Spiel. Aber PvP fand ich schön. Und die haben PvP getötet, das verzeih ich denen nicht. Jetzt kommen wir zum lieben Eiermann. Ah, moin Micha, moin. Ja, ey, hören Sie mal, ist okay, das aber nicht. Ja, ja, bin ich. Ich bin hier der neue Praktikant, ich habe meine Eier vergessen. Naja, gut, ich glaube, bei Kate geht das sogar. Ich meine, hallo, hätte die Eier, dann würde hier was falsch laufen. Du hässliche Schleimbeule, du Kriechende. Mach Platz. Frau muss sich hinsetzen, die ist müde. Ja, also ernst, nee, also da war jetzt Spaß, aber muss ich sagen, Spaß, weil manche, die nehmen das auch noch ernst. Aber ernsthaft, ich mochte PvP wirklich sehr. Und für mich haben sie das in Dark Souls 3 vergewaltigt und getötet. Wenn du einen Kumpel beschwören kannst, der auf Max-Level ist, nur weil du ein Passwort drin hast, dann geht... Übrigens, das geht, wenn du über Passwort spielst, kannst du, egal, das Level, scheißegal, einen Kumpel rufen. Ja, wenn der natürlich jetzt High-End-Ausrüstung hat, dann fickt der alles auf Low-Level her. Ja... So kommst du auch schnell auf deinen Max-Level in jedem Rang, ne? Ah, seht ihr? Seht ihr? Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht und habe hier einen Dieb am Anfang gewählt. Und zwar entledigen wir uns kurz mal den blauen Tränenscheinring, legen den alten Hexenring an. Genau. Ja, also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich zum ersten Mal ein Souls-Spiel spiele. Ich habe ja alle gespielt, ob es jetzt Bloodborne war, scheißegal was. Aber immer gesagt schon, ich brauche da eine Weile. Aber von Dark Souls 3 kann ich halt jetzt schon leider sagen, es ist bei weitem nicht schlecht. Ja, ist seit, ich hoffe ihr verzeiht es mir, wenn ich gerade nicht spiele,
Seit einem Monat im japanischen PlayStation Now Programm. PlayStation Now wird bei uns Ende August starten. Das kostet, glaube ich, ein Abo 20 Euro im Jahr. Denke ich. Ich bin mir nicht so ganz sicher da. Und da ist Demon's Souls mit drin. Also man kann Demon's Souls dann auch auf PS4 spielen. Kann ich? Nein, kann ich natürlich nicht. Oh, wir leisten mal einen Eid. Japanischen PlayStation Now Programm. PlayStation Now wird bei uns Ende August starten. Das kostet, glaube ich, ein Abo 20 Euro im Jahr. Denke ich. Ich bin mir nicht so ganz sicher da. Und da ist Demon's Souls mit drin. Also man kann Demon's Souls dann auch auf PS4 spielen. Kann ich? Nein, kann ich natürlich nicht. Oh, wir leisten mal einen Eid. Wie sie das bringt, so einen Eid leisten schon wieder? Ja, ich bin quälig, ich bin ein bisschen dumm im Kopf. Ich habe da schon wieder vergessen. Ich möchte gerne noch einmal leisten. Ja, mittlerweile leider nicht mehr so, Micha. Leider nicht mehr so. Deswegen ist auch am 26. Ich weiß nicht, immer die nächsten Tage ist auf von Fextra Live aus ein Event für Finstermondklingen, wo halt ganz viele über die Finstermondklingen spielen, dass man den Eid wenigstens mal ein bisschen aufgelevelt bekommt. Müsst ihr mal vorbeischauen, auf der Wiki-Seite findet ihr sofort so ein Event. Eben, da kann man mitmachen. Die Startzeit ist allerdings etwas beschissen, für uns ist das 3 Uhr früh. Ja, dass da halt mal was geht. Deswegen. Dann sind wir hier übrigens schon wieder fertig. Ich habe ja keine Menschlichkeit, die ich dir jetzt momentan geben möchte. Ja, die ist nett, siehst du? Die tut mir nichts. Die will mich nicht voll kurz mit Lava und so. Die mag ich. Ferenc Wachhunde wird's. Kommt es vor, dass man gerufen wird, ja, aber Aldrichs Getreue und Finstermondklingen in der Stunde vielleicht eine Rufung, dann hast du schon Glück und dann läuft es wirklich. Dann läuft es. Also, ey, läuft dann. Aber wie gesagt, ich werde jetzt nicht mehr zu Dark Souls 3 sagen. Ich sag, es hat ein richtig schönes Gebiet, das finde ich affengeil. Sowas finde ich in keinem anderen Souls-Spiel. Naja gut, vielleicht doch, aber nicht so schön. Also Singleplayer finde ich okay, geht, hat seine Schwächen, wird aber vermutlich noch durch die DLCs ausgebügelt. PvP, bin ich ganz ehrlich, und da wird sich auch meine Meinung, so wie ich FromSoft kenne, wird sich da meine Meinung wohl nicht ändern. Ist so, wie er jetzt dasteht, einfach eine Katastrophe. Habe ich keinen Spaß dran. Oder ich habe Spaß dran, aber es ist halt, ich denke, es wird sich noch ein bisschen was ändern. Ich hoffe es zumindest, aber ich glaube nicht, dass sich da viel ändert. Vor allem sind auch die Rufkriterien etwas strange. Es ist jetzt nicht mehr so, dass nur das Soul-Level, ein Charakter-Level halt. Ich muss ja sagen, ich sage jetzt Charakter-Level, weil sonst willst du mit Soul-Memory und Soul-Level und bla bla wieder so durcheinander kauen. Und da wird ja jetzt sogar mit einbezogen, wie weit du deine Waffe aufgewertet hast. Und das finde ich schon etwas. Ja, also wenn ich jetzt anfangs das Spiel kenne einigermaßen und ich komme zu Upgrade-Material und habe eine etwas bessere Waffe als vielleicht andere, dann wird mir das quasi gleich angelastet und ich komme gleich bei stärkeren Gegnern oder ich kann nur noch stärkere invasieren. Also das ist dann auch irgendwie arsch, finde ich. Also du bist dann irgendwie so im Nachteil immer irgendwie als Invader. Oh, Lavastrom-Dämon. So Lore am Rande. Ja, der da ist der einzige Sohn der Hexe von Izalith gewesen und deswegen flippt er gerade so aus, weil ihm gerade seine Schwester geschändet. Also den Leichnam, wenn man so will. Also, ja, schänden ist nicht gleich vergewaltigen. Das heißt, wir haben hier ihre Klamotten geklaut. Ja, gut, also das macht es jetzt nicht besser, aber ja,
Es ist immerhin keine Leichen... Ja, doch, es war Leichenschändung, aber nicht das, was ihr am Anfang denken wolltet, vielleicht. Egal, wir müssen die Beine in die Hand nehmen. Weil ich habe keine Lust, den hier jetzt so regulär zu bekämpfen. Der würde uns one-shotten. Aber gibt ja Gott sei Dank diesen einen netten Trick, dass er uns jetzt nachhüpft. Und jetzt werden wir einfach mal hier hingehen. Hau ihn, schaut euch mal den traurigen Blick an. Der weiß ganz genau, was wir jetzt machen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Na, lass du los. Ja, und meine Damen und Herren, der Lavastromdämon. Ja, das mit den Rüstungen aufleveln, das verstehe ich persönlich auch nicht. Also, es ist halt, es sind halt Dinge, wo man halt sagt, ganz ehrlich, ich finde es nicht schön, weil das macht im Endeffekt jede Rüstung eigentlich halt nur noch, ja, sie bietet zwar dann Schutz, aber du musst halt eigentlich nur noch auf Gewicht achten, ob es dann vom Gewicht her noch passt und ob sie dir als Schutz bietet oder wie sie halt aussieht. Im Endeffekt ist Rüstung eigentlich recht egal geworden, wenn man so möchte. Finde ich ein bisschen blöd, weil man konnte ja sogar in Dark Souls 1 aufleveln. Gut, in Bloodborne nicht. Ich verstehe es auch, wenn jetzt manche meinten, hier so, ich mache das Spielchef, weil ich, mir ist im Nachhinein angekommen, viele haben ja Bloodborne nicht spielen können, wenn sie jetzt auf Xbox oder PC Spieler sind. Das verstehe ich dann. Aber Bloodborne war ja auch nicht nur gut. Da habe ich ja auch genug Schlechtes. Es hat ewig gedauert, bis Bloodborne echt einigermaßen okay war. Ja, der springt ja quasi, der Lavastromdämon, Moment. Wir sind durch das Tor da oben geflüchtet. Und der Eingang ist ja da hinten. Also über Cates Kopf, wie ihr jetzt gerade seht. Da ist er schon Abgrund. Also der springt uns ja dann quasi hinterher. Und... er will uns ja verfolgen, aber er kommt nicht bis zum Eingang. Also wenn wir im Eingang stehen, sind wir quasi unerreichbar für ihn. Was eigentlich nicht stimmt, weil eigentlich können wir uns mit seinem Flammenatem trotzdem die Hölle heiß machen. Macht er aber nicht. Und deswegen springt er hier quasi rüber und hängt sich da dann hin und da stirbt er dann meistens dabei. Hallo Ziege! Wow! Böse Ziege. Also wie gesagt, ich finde Dark Souls 3 trotzdem schon cool. So ist es nicht. Aber was ich auch noch gehört habe, viele finden ja Dark Souls 2 scheiße. Aber jeder hat es gespielt. Und viele spielen es immer noch. Und da denke ich mir, wenn du es scheiße findest, warum spielst du es dann immer noch? Wisst ihr, also das dachte ich mir dann. Also so. Was meinst du mit Waffe, Julia? Hier den Lavastromdämon? Ja, gut. Dann sind wir wieder beim Eiermann und wir legen mal eine andere Rüstung an. Ganz einfach, weil die stylischer ist. So. Kapuze noch drauf. Machen wir sie. Müssten wir nicht eigentlich invasiert werden? Warte mal. Wir werden dreimal von Kirk invasiert, oder? Einmal hier Dingens Oh Gott. No! Meine Waffe fremd. Yay! Hat sich rentiert. Hurra! Habe ich Feuerbomben? Zwei. Okay. Dann, nein. Dann werden wir hier später nochmal herkommen.
Weil der Wurm kann mich one-shotten und da habe ich keine Lust drauf. Ja, und ja, den Lavastrom-Dämon, den kann man so machen, genau. Ja, das geht. Ja, gut. Dann sind wir wieder beim Eiermann und wir legen mal eine andere Rüstung an. Ganz einfach, weil die stylischer ist. So. Kapuze noch drauf. Machen wir sie denn da? Aufsteigen, weil wenn die Seelen weg sind, das wäre schlecht. Wir 19, hier 19. Das ist ein Pyromantie-Bild. Dann brauchen wir etwas mehr machen wir noch ein bisschen Beweglichkeit. Eine Seele habe ich doch auch gefunden. Warte mal. Schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen aufleveln können. Das wäre doch nett. Ah. Ach, vielleicht invasiert er mich gerade nur nicht, weil in der Kanalisation haben wir naja gemacht. Weil wir da noch gar nicht hin sollten. Das könnte ja sein, dass wir vorerst noch irgendwie was anderes tun müssen. Das wäre möglich. Also, Essenzfestung und so weiter, weil eigentlich ist ja für uns da auch noch nichts zu holen. So, aufsteigen. Ein Level haben wir noch. Ich brauche noch mehr Lebensenergie. Gut. Warum fällt sie wie ein nasser Sack? Ich meine, von der Belastung her funktioniert es doch. Soll mir egal sein. Ein bisschen sadistisch bist du ja schon, Julia, oder? Ich meine, so mit der Faust, also. Ich meine, also, der fällt immer nach 5 Hieben. Es ist egal, mit was das mal drauf war, der fällt immer mit 5 Hieben. Aber mit Faust ist schon ein bisschen so. Ja, also. Eigentlich dürfte das den da nicht mal stürmen, wenn man mit der Faust drauf hat, weil der ist ja so groß und das ist ja für den eigentlich wie so ein Mückenschiss dann, aber gut. Mal kurz im. Ja, also das mit dem Stolpern finde ich eigentlich nicht mal so schlecht in Dark Souls 3. Das ist, also kann keiner sagen, ich finde alles schlecht an Dark Souls 3. Ich finde das Stolpern, wenn du sie anrollst, teilweise nicht mal so schlecht. Das ist zum Beispiel eben, wenn du nur schnell durchkommen willst, nicht so verkehrt. Oder. Also es ist nicht so schlecht. Es ist nicht schlecht. Es macht die Gegner halt ein bisschen unberechenbarer. Aber im Endeffekt kannst du ja auch gut mit Stun und kannst ihnen dann quasi kurz drauf den Rest geben. Ist jetzt nicht so falsch. Ach ja. Das Schöne ist ja hier, egal wie schnell das du durchgehst, du bist niemals schnell genug. Du wirst vermutlich immer vergiftet werden. Also du hast natürlich Giftresistenz und den Ring drauf und bla und blub und ja, dann könnte es eventuell klappen. Vielleicht. Da schon an, hätte ich ja fast übersehen. Ist sie schon da? Oh, sie ist noch nicht da. Ja gut. Ach, wisst ihr was, wir fressen jetzt erstmal hier ein bisschen Moos. Ich muss sagen, ich feiere zum Beispiel in Dark Souls 3 echt extrem das Erzdrachengebirge. Das finde ich extrem geil, das Gebiet. Da kann man sagen, was man will. Ist jetzt kein Spoiler, weil die, die es kennen, die haben sich damit schon länger befasst. Für andere ist es einfach spanisch. Aber das Gebiet finde ich affengeil. Also sowas habe ich in den anderen Souls-Spielen noch nicht gesehen. Dass ich auch mal was Positives über das Spiel sage. Also als Ausgleich. Manche Waffen haben sie die Movesets verändert. Das fällt mir halt auch wieder auf für jemanden, der viel PvP gemacht hat. Da tut dann einen das schon ein bisschen an.
Manches ist besser geworden, manches schlechter. Ich finde die Waffenart gar nicht mal so übel. Also die Weaponart, muss man sie auf Englisch sagen. Ach, stimmt ja, die respawnen ja dann nicht mehr. Das Schöne ist ja, jetzt wo wir hier diese Kluft anhaben, wird es kein Fail wie beim letzten Mal. Zumindest sollten wir... Oh, du kleines Stück! Oh, du kleines Stück! Soll es kein Fail wie letztes Mal werden, dass wir hier durch den... ich will lieber nichts sagen, nicht durch den Köder gerüstet werden. Au, da ist noch eine. Alter! Wieso machen die so viel Damage? Mach dieses dumme Moos-Icon weg. Ich brauch das nicht. Ich drück doch schon die ganze Zeit wie ein Irrer auf X. Ja gut, ne? Also, eigentlich waren da ja zwei gute Treffer. Aber gut, wenn das Spiel meint, dann halt, ne? Dann ist das ja so. Ja. Das ist nicht gesund. Das ist einfach so, weil es realistischer sein soll, Lopro. Weil du bist ja quasi immer noch nicht unsichtbar deswegen. Das fanden viele zwar scheiße, aber vom Realistikgrad her... Gut, man nimmt zwar weniger Schaden, aber... Ich fand es jetzt nicht so schlecht, dass man, wenn man jemanden backsteppt, unbesichtbar ist. Ich fand das eigentlich immer ein bisschen strange, also... Ich fand es gut in Dark Souls 2, dass man da nicht unbesiegbar war so lange. Dass man zwar minimalen Schaden genommen hat, das war okay... Und nicht vollen, konnte ich mit leben. Aber wir jetzt in Dark Souls 3 zum Beispiel wieder, dass sie es jetzt wieder eingeführt haben. Also das war hier auch schon nicht so toll. Dass du unantastbar bist, das finde ich irgendwie ein bisschen... Ja, das ist halt... Ich meine, das Spiel ist sonst überall unerbittlich. Dann finde ich es irgendwie nicht richtig, dass man beim Backstabben unzerstörbar ist. Also halt unantastbar für Gegner. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Hey Zero, moin. Ja, Anno Londo finde ich jetzt halten wir möglicherweise, also halten wir möglichst den Chat ein bisschen spoilerfrei, weil auch wenn das hier auf YouTube kommt oder allgemein im Stream, dann vielleicht hat es mancher noch nicht gespielt, dann so Sachen muss man nicht zwingend ansprechen, finde ich. Da freut sich vielleicht mancher dann, wenn er es sieht. Also, bloß wäre nett. Oh, ich sollte hier nicht stehen bleiben und Chat lesen, weil da kommt ja das Slim Fast Schwadron. Ich bin mal... Nee, die gehen ja nur bis hier. Hier ist ja die magische Grenze. Kusch. Hier ist Sonnenlicht, das vertragt ihr nicht. Normalerweise müsste doch jetzt rein theoretisch... wenn ich recht informiert bin, die Feuerhüterin tot sein. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt dann nach Sens Festung. Habe ich zufällig Pfeile dabei? Ja. Gut, ich habe Giftpfeile gekauft. Federpfeile habe ich zwar bloß 9. Aber wir müssen eh zu André hin und André verkauft ganz bestimmt Pfeile. Werde ich mich jetzt nicht großartig zu äußern. Also wenn Lorne mal kommt, dann werde ich das erklären.
Den Rest kann man sich selbst denken. Eigentlich. Ich sage jetzt einfach mal ja. Dazu gibt es einfach zu viele Anspielungen. Ach, da schau an. Wisst ihr, eigentlich hatte ja Artorias auch eine Audiodatei. Eigentlich. Also er konnte was sagen. Ziemlich viel sogar. Im Buskampf. Genauso wie Quelak, die konnte eigentlich auch reden. Ah, da schau an. Da schau an. Allerwelts Lieblings-Audio-Fressmaschine ist der Dark Wrestler. Sie ist da. Moinsen. Der Audio Dark Rest. in den Tiefen der Dateien auf Discs, also auf Prepare to Die Editionen zumindest, fand man nicht genutzte Dateien von Artorias Sprachsample. Ziemlich viel. Ziemlich viel. Aber es war den Entwicklern wichtiger, dass sowas hier mit auf Disc ist. Hm. Moment, wir sind noch nicht fertig. Hört mal genau hin. Noch einmal, ich hab's nicht verstanden, was er sagt. Sowas ist wichtig, dass mit drauf ist. Gott weiß warum. Aber das ist ein Dialog, der komischerweise Platz gefunden hat. Hallo. What have we here? You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Ich bin gerade hier am überlegen, ob ich den für diese dreiste Aussage hier aufknüpfen soll. You again. What business have you? I don't suppose we can help though. We accompany my lady on her righteous mission. It is quite a chore, but I'm stuck with her and Nico too. I can't very well abandon them now. Ja, also, wir können uns meinetwegen über Dark Souls 3, über die Mechaniken und so unterhalten, aber von Story her und so, bitte mal hier weniger schreiben, das wäre nett. Oh, you again. What business have you? I don't suppose we can help though. We accompany my lady on her righteous mission. It is quite a chore, but I'm stuck with her and Nico too. Can't very well abandon them. Oh, auch an dich, Lasi. Momentan haben wir ein ziemliches Spammer-Problem hier auf Twitch. Und zwar gibt es welche, die sich, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich welche sind oder ob es nur Faker sind. What business? Don't suppose we can help them. We accompany my lady. It is. Ja, ja. Bla, bla, bla. Mission und so weiter. Du hast deinen Helm verloren. Haben wir momentan mit ziemlichen Spammern zu tun, die sich als Araber ausgeben und keine Ahnung. Also muss man mal schauen, wenn da irgendeiner was schreibt oder sich nicht zu benehmen weiß, sei euch der Bann gewährt. Könnt ihr sie gerne rausschmeißen. Da machen wir keine Kompromisse hier. You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Did I not explain the urgency of our tasks? Or are you so uncouth as to lack such judgment? By the looks of you, I should think not. Red ruhig weiter. Komm, schwer dir schon in Stellung. Sag ruhig, was dich bedrückt. Ich helf doch gern. Ganz wichtig. Jetzt gehen wir erstmal zu Andre. Dann schauen wir mal, ob wir erst Sens Festung machen oder noch was davor, was anderes. Ich denke, wir machen danach erst noch was anderes davor und dann machen wir Sens Festung. Und dann schauen wir mal. Ja, also, wie gesagt, wir können da gerne mal drüber reden. Ich meine, ich denke mal, so ziemlich jeder hier hat von euch Dark Souls 2 gespielt. Jetzt kann mir einer erklären, warum man das Spiel hassen muss? Weil von vielen da wird er mir gleich geschrieben, Dark Souls 2 war scheiße. Aber warum war es denn scheiße? Also warum hat das Spiel gar keine Daseinsberechtigung, möchte ich wissen. Weil von der Technik her fand ich es bisher eigentlich den stärksten Teil mit. Also, oh geil, kleine Scheibe. Also von
technischer Seite her, es hat eigentlich so ziemlich alles gut funktioniert. Ob es jetzt PvP, Coop war, zwar mit Ring, aber es hat funktioniert. Auch gut, man muss sich ein bisschen umgewöhnen bei allgemeinen Spielmechanik, aber ich fand Dark Souls 2 wirklich eigentlich gut. Die Story und die NPCs waren ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Story war keineswegs schlechter als die von Dark Souls 1. Die ist nur sehr viel tiefgründiger gewesen. Ich sehe es ja, meine Loren sind weitaus erfolgreicher zu Dark Souls 2 als die zu Dark Souls 1. Also das ist jetzt nicht einfach nur dahergesagt, das kann man sehen. Ja. Also, es war ja nicht schlecht, das meine ich ja eben. Why, that's a fine ember you have there. I could smith some mighty weapons with one of those. Why not lend it to? Geben wir ihn. Gib ihn. You won't be disappointed. I can hardly wait to get started. Okay, wir brauchen kleine Scherben. André, verkauf mir kleine Scherben. Wir brauchen 3. Waffe verstärken. Claymore plus 5. Yay! Waffe umwandeln. Claymore plus 6. Yay! Waffe verstärken. Claymore plus 7. Ja, ich halte ja schon mein Maul. Ja, Langbogen plus 1, mein Gott. Bisschen mehr Damage kann ich schaden. Gegenstand kaufen. Wir brauchen auf jeden Fall Waffenschmiedekiste. Und das war's dann schon. Ja. Moment, ich muss hier mal kurz eben hier Sparkassenautomat plündern. Moment. Das ist so eine Umgewöhnung, wenn du deine Waffen selbst noch reparieren musst zwischen jedem, ne? Das meine ich ja eben. Also mir kann keiner sagen, dass Dark Souls 2 schlecht war. Es war echt gut und viele jammern zwar, dass es scheiße war, aber ganz ehrlich, Dark Souls 1 war jetzt auch nicht wirklich sehr viel besser. Im Vergleich zu beidem. Es war natürlich einfacher. Aber Dark Souls 3 ist jetzt auch nicht wirklich anders. Also, wenn man sagt, Dark Souls 2 ist scheiße, dann muss man sagen, Dark Souls 3 ist auch scheiße. So viel Unterschied gibt es da jetzt auch nicht. Oh, will man mal reparieren hier. André, ich, kannst du mir mal was auf Rechnung setzen? Das wäre nett. Danke. Das war jetzt cool. Seht ihr, habe ich denn da unten eine schon gemacht? Shit. Fuck. Echt? Ernsthaft jetzt? Fuck. Meine letzte Seele. Ich muss doch noch ein paar Pfeile kaufen. Oh, jawohl, perfekt. Wobei, ja doch, die tun's. Ach, und da, ja, dann sind wir jetzt genau bei 0. Haut hin. Wir sind nicht gestorben, wir haben alles ausgegeben. Auch selten. Das stimmt allerdings, die Bosse waren auf jeden Fall abwechslungsreicher. Und Level-Design, das ist ohne Zweifel. Wenn man sagt, Dark Souls 3 ist genauso. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Warum, sage ich jetzt nicht, aber nein, ist es nicht. Dark Souls 2 war sehr geradlinig. Da kann man, ja doch, da gibt es nichts. Also es gab so ziemlich keine Welten-Shortcuts oder Oberwelt-Shortcuts und so Langeweile. Möge er bitte dahin gehen, dass ich meine Ruhe habe. Dankeschön, stirb. Wo sind da andere hin? Ach, da ist er. Komm, wir nehmen dich mit. Fünf Estusflakon. Na gut, was bleibt mir anders übrig? Nichts bleibt mir anders übrig.
Nichts bleibt mir leider anders übrig. Eieieiei. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich den Sprung hier mal verlerne, aber seht ihr das hier? Hier ist eine leichte Steigung und die genügt, dass wir hier jetzt geht's, dass wir nicht nach oben konnten. Und wisst ihr, was bitter ist? Wisst ihr, was richtig scheiße bitter ist? Ich muss es nochmal machen. Weil den Schlüssel brauchen wir gleich. Ich glaube, ich fang's heulen an. Moinsen, Osa! Hey, und? Auch bei dir alles klar? Also, auf ein... Yay! Diese sanfte Steigung für Rollstuhlfahrer gänzlich ungeeignet. Und für Kate, weil... Jetzt hat sie es geschafft. Yay. Ich meine, okay... Muss man auch erstmal drauf kommen, dass man hier rüber kann und dass hier noch was Geheimes ist und so, also, ne? So. Jetzt haben wir ja Zeit. Ich muss sagen, Dark Souls 3, jetzt zu euch mal gesagt, die alle da sind. Für mich ist das jetzt schon mittlerweile ein bisschen ausgelutscht. Ich meine, ich spiel's auch ab und zu, aber wenn dann höchstens so eine, wenn es wirklich lang geht, eine Stunde, ansonsten habe ich den Kanal schon voll. Man ist irgendwie so überschwemmt mit dem ganzen Zeug. Geht es nur mir so? Oder, weil ich meine, jede Streams, jeder Let's Plays, ich habe jetzt nur einfach mal Folge 1 hochgeladen, dass jeder weiß, hier kommt was noch, aber in nächster Zeit erwarte da jetzt nicht, dass da bald Folge 2 kommt. Ich habe da erst noch ein anderes Projekt dann vor. So Olden Sanctuary nämlich, und da freue ich mich schon drauf. Und danach kommt irgendwann mal Dark Souls 3. Ich habe mir auch gedacht, vielleicht schiebe ich das dann noch weiter auf, weil ich möchte eigentlich die DLCs noch mit drin haben. Dann brauche ich nicht noch 10-mal anfangen, versteht ihr sicherlich. Ah. Dark Souls 3 hat halt einfach vom Level-Design her wieder so eine Weitsicht wie Dark Souls 1. Das ist jetzt kein Ding. Ich meine, Alter, schau es dir doch mal an. Du siehst da unten einen Popel von hier aus und das ist geil. Ich meine, es ist jetzt nicht einfach nur eine Tapete, wo ich hingeklatscht wurde, sondern das ist hier alles so extra. Das ist, hier wiederholt sich auch nichts hier am Hintergrund und so. Das ist schön. Da kannst echt nichts sagen. Oh, ich glaube, er ist gestolpert. Au. Wollo. Nur Bumak. Au. Kurz eben hier Ausdauer regenerieren. Nicht mal das kannst du hier in diesem Kaff. Alle greifen nicht an. Alle wollen nicht hauen. Ich gehe gleich wieder nach Hause. Nur, dass ihr es wisst. Wird eine längere Folge heute übrigens. Ich sag's bloß schon mal. Also für die auf YouTube, die Folge ist noch lange nicht vorbei. Ich werde jetzt einfach mal länger lassen. Machen Sitz. Ah, der Ringe, ja moin. Ist der Maestro drüben fertig geworden? Oder streamt er auch noch? Leute, jetzt bitte mal aufpassen, wir werden Oscar verdreschen gehen. Verdreschen. Hallo Oscar, ich möchte deinen Schild, weil ich finde den extrem geil. Danke, den schenkst du mir doch, oder? Bist doch ein Kumpel. Na? Dankeschön. Und jetzt auf einmal hat er 1000 Seelen. Ist das nicht so? Es heißt doch, wenn man stirbt, dann entspannen sich alle Muskeln und dann entleert man sich auch von... Was ist denn bitte kaputt? Ist die Hand kaputt?
Warte mal. Nö, ist ganz. Dann habe ich keine Ahnung. Dann heißt es doch, dann entleeren sich Ausscheidungen des Körpers. Dankeschön, Dirty Fatalis. Danke. Also, jetzt, das ist jetzt nicht sarkastisch, aber seht ihr, es sagt noch einer. Nüchtern betrachtet, ohne Hype, ist Dark Souls irgendwie, kommt es mir so vor, als wäre es nicht fertig. Kann man sagen, was man will, aber mir kommt so vor, als wäre es nie fertig geworden. Es fehlt so viel. Für mich wirkt es halt zumindest unfertig. Wenn mein Wort was wert ist. Oh, schaut mal, hat sein Schwager mitgebracht. Oh oh, das war nix. Oh, hier den Schild auf Seiten. Ich muss auch sagen. Ja, noch Lasi, noch. Glaub's mir, das ändert sich später noch. Das ändert sich noch. Du wirst es noch verfluchen, das sage ich dir. Ah, kann er wieder nicht aufhören. Mein Gott, der Jung, was treibt der? Ah, wir nehmen den kurzen Weg. Ja, man kann hier zwischenlanden. Und, gehen hier hin. Mahlzeit, Mahlzeit. Hallo. Muss ich dir drohen? Muss ich dir neben die Füße schlagen? Ich kann dich damit auch erschlagen, wenn du das willst. Ja, also wie gesagt, Mechaniken und so können bei mir gerne im Chat besprochen werden, solange man nicht großartig was von der Story erzählt. So. Habe ich was verpasst? Ey. Au. 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 Sag mal. Ich mein bloß, aber... Oh, das ist schlecht. Abrollen. Hallo, verehrter Dämon. Hoffentlich kann ich dich noch... Ja. Würdest du fliegen? Oder das hier genau, das ist perfekt. So kenne ich dich doch. Das ist übrigens der Trick. Ihr könnt hier die Wirbelsäule, die sein Schweif eigentlich ist, angreifen. Wenn ihr nämlich zu nahe hingeht, wenn ihr diese Explosion da macht, dann werdet ihr auch da noch getroffen. Aber ihr könnt, wenn ihr ein bisschen zielt, unbeschadet weiterhin diesen Schweif da angreifen. Das ist ziemlich praktisch, weil dann läufst du keine Gefahr, Schaden zu nehmen. Und das macht den Boss hier eigentlich recht einfach. So, wir gehen hier hin. Zielen auf dem Schweif. Ihr seht ja, wir sind noch weit entfernt von ihm eigentlich. So. Und jetzt hier noch hin. Zibidi Zabidi. Wir müssen uns heilen. Schild hoch. Sicher ist sicher. Jetzt macht er wieder seine Explosion. Wow, hallo. Ich lese gleich wieder den Chat. Einen Moment, ich hab's gleich. Ich möchte jetzt bloß hier keine Scheiße bauen. Der letzte Part hier, letzte Let's Play-Folge auf YouTube, wenn ihr das hier seht, die war ja nicht so. Bei dem hier wollte ich mir jetzt einfach keine Blöße geben.
Ja, gib mir meine Titanitschulle. Dankeschön. Gut. Dann haben wir den ja schon. Dann sind wir hier fertig. So. Ich komme gerade nicht so mit. Wer ist fröhlich? Was? Was meint ihr? Ihr müsst das nochmal im Chat schreiben. Ich komme nicht mit. Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Oh oh. Au. Ah. Oh oh. Autsch! Seht ihr? Da habe ich jetzt meinen Backstep nicht bekommen, sonst wäre er tot gewesen. Dürfen wir die ganze Strecke nochmal laufen? Egal. Wo bin ich überhaupt? Was wollt ihr von mir? ja. Ich glaube, hier war das, ne? Ja, doch. Ihr habt's gerade klappern gehört. Sie wollten nicht runterrutschen. Hab's versucht. Hab mein Bestes getan. Ach so. Ach so. Ah, ja gut. Dann glaube ich euch mal. Stirb, du Hund! Ich kann noch was Gutes über Dark Souls 3 sagen. Gegner sind nicht so lange unbesiegbar. Au! Dieser Hund! Oh oh! Jetzt, lass mir du. Au. Au. Wisst ihr, wie scheiße das ist, diesen dummen Panel an diesen engen Gang zu bekämpfen? Ziemlich scheiße. Ja, die Meta von Dark Souls 3 ist 120. Level 120. Dann findet ihr vermutlich in nächster Zeit, also die Meta wurde vor 2 Tagen festgelegt und das ist Level 120 und auf Level 120 und in Nähe 120 werdet ihr wohl die meisten PvP-Spieler in nächster Zeit antreffen oder halt auch Koop-Spieler und keine Ahnung. Alle guten Dinge sind 3. Mal sehen, ob er uns jetzt gleich mal in 2 Sekunden totschlägt. Wie den das einfach mal kalt lässt. Au. Ey, du, ey, mach ich gleich bei dir. Au. Lustig, Boss auf First Try schaffen. Verzweifeln an Schwarzen Ritter. Auch nett, oder? Jo, Lasi. Einen guten, wir sehen uns später. Vielleicht, Lasi, haben wir bis später den Schwarzen Ritter geschafft. Vielleicht, erwart nicht zu viel. Kate, möchtest du bitte mal rutschen? Danke. Geht doch. Dauernd hier die Leiter runtersteigen. Alles muss man manuell machen. Oh Gott, meine Seelen sind so weit da hinten. Ei. Da! Und das muss mir nur noch einmal gelingen.
So. Nein! Nein! Ich hab ihn doch schon fast! Du Kackbreze! Danke, Drop was! Danke! Ein schwarzes Rittergroßschwert! Sogar was, was wir eventuell benutzen können! Wow! Ja, noch nicht benutzen, aber in naher Zukunft. Doch. Sieht wahrscheinlich aus. Doch. Sehr wahrscheinlich sogar. Wir brauchen 20 auf Stärke und 18 auf Geschick. 18 Geschick haben wir sogar schon. Wir brauchen noch 2 auf Stärke, was wir mit unserem jetzigen Level durchaus erreichen könnten. Oben ist noch ein schwarzer Ritter, also ist es noch lange nicht gegessen. Wir sind ja noch lange nicht fertig. Ja, also das ist das, was ich zu Dark Souls 3 sage. Mehr sei noch nicht dazu fällt in 1-2 Monaten, wenn sich der Hype ein bisschen gelegt hat und wenn viele von sich aus schon vielleicht ein paar Fehler bemerkt haben. Aber sonst sage ich da jetzt nicht weiter dazu. Also ich find's trotzdem ein geiles Spiel, ohne Frage. Aber ich habe irgendwie als Abschluss jetzt, ja ganz ehrlich, ich habe nicht erwartet, dass das Rad neu erfinden, aber... Dass sie halt die Stärken wirklich ausnutzen, die, wo sie halt wissen, was gut angekommen ist, aber haben sie leider nicht. Haben sie leider nicht. Ja, also das ist... Hallo, der Nächste. Und hier ist es noch enger. Und einmal in die Arschbacke. Au. Ich muss hier weg. Nicht dahin rollen. Was machst du? Ist egal. Ja. Das war knapp. Ah. Man kann hier nicht mal vernünftig ausweichen. Au. 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 Wird noch was Längeres heute, ich sehe schon. Ich denke es auch. Ich denke es auch. Also ich denke, die DLCs von Dark Souls 3, die retten das dann. Bei Dark Souls 2 sind wir ganz ehrlich, das Hauptspiel an sich war jetzt auch nicht schlecht. Die DLCs haben es aber dann einfach zu einer runderen Sache werden lassen. So. War halt wichtig und ich denke einfach mal, wenn die DLCs draußen sind und ich hoffe ja, dass die DLCs auf unterschiedlichen Wegen erreichbar sind. Also nicht tue das, um dahin zu kommen, sondern wenn man vielleicht dann durch die DLCs die Welt noch ein bisschen miteinander verknüpft. Ach Gott. Dann wären doch alle zufrieden, dann haben sie ihre große Welt. Au. Ich will doch hier nur meine Fackseelen. Au. Ich will ein Schwert nicht sehen. Einmal noch. Einen Backstep noch. Einen Kack-Backstep. Einen verschissenen, dummen Backstep. Na. Au. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Du bist zu breit für den Gang hier. Jetzt habe ich es gemerkt. Drop was? Oh, natürlich nicht. So, dann sind wir hier fertig und wir werden hier nie wieder hin zurückkehren. Nie mehr.
Jo, hau rein, Hillechen. Schönen Sonntag dir noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne. Ei. Nein. Gott sei Dank kommt der Vogel jetzt gleich. Jo, alles klar, Usa. Ja, streamen wir einfach mal weiter. Wird eine sehr lange Folge auf YouTube. Wird eine sehr lange Folge. Kann sich keiner beschweren. Und wenn, ist das mir auch egal. Dann kann man sich ein Bookmark setzen am Video. Oder aufschreiben, wo man war. Ja, doch die gute alte Taktik des manuellen Minutenaufschreibens funktioniert immer noch am besten. Das Geile ist, wir haben jetzt den verrosteten Eisenring, der uns eigentlich helfen sollte, schnell durch den Sumpf zu kommen, und jetzt brauchen wir ihn auch nicht mehr. Halt, wir müssen dahin. Ich muss sagen, so im Nachhinein jetzt, also kann man das sehen, wenn man will, aber ich muss sagen, hin und wieder vermisse ich Bloodborne schon ein bisschen. Also jetzt, wo so Dark Souls 3 draußen ist, weil irgendwie, als jemand, der wo Bloodborne gespielt hat, da können wir sicher einige verstehen, vielleicht die es auch gespielt haben, aber irgendwie war jetzt für mich Dark Souls 3 nicht so wirklich was Neues, also auch von Umgebung und vom Aussehen her und allem. Weiß nicht, wie es euch geht, also wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass welche, wo nur Xbox spielen oder nur PC, die Bloodborne nie angerührt haben, nicht kennen, die können sagen, ja, also das ist Quatsch, was du erzählst. Aber ich muss sagen, für mich ist es irgendwie so, ja, Es wird uns jetzt gnadenlos überlasten, oder? Wird uns gnadenlos überlasten. Macht 200, mal überlegen. Ist schlechter. Aber. Wir fallen wie ein Backstein. Wie ein Backstein. Daran soll es aber nicht scheitern. Hier. Einmal. Zweimal. Und jetzt fehlen uns die nötigen Seelen. Aber es ist egal. Wie viel wiegt's denn? Wie viel wiegt das denn? Im Vergleich dazu wiegt's jetzt 2 Kilo mehr. 2 Kilo machen das so einen Unterschied, okay? Auch gut. Warum sind wir so schwer? Verflucht. Kann mir das einer sagen? Warum machen wir so eine komische Plötzrolle? Warte mal, wir mal was testen. Also, geh doch. Wiegt der Mandel echt so viel? Ja, machen wir da mal so. Eventuell würde es ja wohl reichen, wenn ich die Kapuze weglasse. Nein, langt nicht. Dann können wir den Segelhut auch gleich mal drauflassen, ist egal. Moment. Einen Fachen als Hülle möglich. Baba. Dann eben nicht. Mimimi. Mi, mi. Meine ich ja, also ich muss sagen, Bloodborne
ist halt meine Empfindung. Für mich ist es irgendwie zu sehr an Bloodborne. Also man merkt den Spiel zumindest sehr an, dass es von derselben Engine ist. War halt meins. Wenn es jetzt Dark Souls 3 vor Bloodborne oder wenn ich Bloodborne nie gespielt hätte, dann wäre es für mich vermutlich auch irgendwie viel geiler gewesen, aber... Au! So was nicht gedacht. Wie kann man dann auch noch so schusselig laufen? Kate, stell dir drauf ein, gleich wieder hässlich zu werden. Okay. Gut. Ich muss mal was testen. Mir ist egal. Geh doch! Flucht. Ja, also das meinte ich jetzt nicht, Marc. Ich meine halt allgemein irgendwie... Bloodborne war schon geil und es war schon eigentlich was anderes im Vergleich zu den Souls-Spielen. Aber es war halt irgendwie, bei Dark Souls 3 hatte ich immer irgendwie das Gefühl, ich spiele so eine Art Bloodborne. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ich benutze jetzt einen Bogen. So, warum? Weil es einfacher ist. Was tust du denn, Mädchen? Moment, so. Müsste doch klappen, oder? Ja. Optimal. Man muss sie immer ein bisschen nach links ziehen, weil die Pfeile nach rechts fliegen. Schau. Hier so. Mein Fadenkreuz ist nicht genau mittig auf die Schlange, aber meine Pfeile treffen perfekt. Viel Pfeile brauchen wir übrigens nicht mehr, wir haben es gleich gar. Das Ziel ist nämlich nicht, die Schlange hier zu töten, sondern sie runterzuschubsen. Seht ihr? Und da ist sie putt. Dann können wir den Bogen schon wieder wegstecken, weil das war's. Ich werde jetzt, weil es eh eine Support-Fähigkeit für mich ist, auf linke Hand legen. Und ich werde mich... Meint er, wir überleben das? Wenn ich da jetzt runterfall, meint er, wir überleben das? Mach Scheiß drauf. Ja. Und nix wie weg. Weil ich will den nicht bekämpfen. Ich will hier bloß hin. Weil man hier was holen kann. Ja. Denke ich auch. Also ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn sie wirklich einen alten Titel neu auflegen würden. Also meinetwegen, dieses Jahr kommt jetzt Dark Souls 3 und nächstes Jahr kommt meinetwegen Dark Souls 1 Remaster. Dann ist jetzt nichts wirklich Neues und es ist halt aufgehübscht. Für die, wo es vielleicht verpasst haben, ist es immer ganz schön. Da würde ich nichts sagen, aber will ich jedes Jahr. Ich muss sagen, ich bin auch irgendwie müde von dem Ganzen. Ich habe jetzt irgendwie nicht die Motivation, dass ich so gehypt bin, dass boah, Dark Souls 3, nichts anderes. Also so ist es irgendwie bei mir nicht. Hey! Tot. Den brauchen wir für unser Claymore. Ja, das sehe ich genauso. Also, meinetwegen muss jetzt nicht jedes Jahr ein Souls-Spiel kommen. Ich muss auch sagen, wenn jetzt zu Dark Souls 3 noch DLCs kommen, dann bin ich
für dieses und fürs nächste Jahr auf jeden Fall noch versorgt. Und auch danach nicht, weil wie gesagt, wenn dann hat man auch noch als PS4-Spiel zur Not Bloodborne. Als Xbox-Spiel kann man sogar Dark Souls 1 spielen, weil das ist ja jetzt abwärtskompatibel. Oh Gott. Perfekt, oder? Da könnt ihr jetzt nichts sagen. Kann ich? Jawohl, perfekt. Hat funktioniert. Das war so gedacht. Nein! Das war knapp. Ja, also im Großen und Ganzen. Ich bin jetzt erstmal irgendwie gesättigt mit Souls-Spielen. Ich bräuchte jetzt demnächst irgendwie nicht irgendwie Demon's Souls 2 oder so. Also einen alten Teil gerne neu auflegen, aber bitte keine neuen. Meinetwegen in 2 Jahren Bloodborne 2 oder irgend sowas, aber nicht jetzt schon wieder irgendwas. Also bräuchte ich nicht. Halt! Ich will nur, dass er mich hier... Der kann nämlich die Wand hinter mir auch kaputt schlagen. Oh, shit. Wenigstens liegen die Seelen oben. Das ist das einzig Gute. Ja gut, für alle Konsolen glaube ich nicht. Ich glaube, wenn dann wird Demon's Souls, wenn es ein Remaster geben würde... Für PS4 vermutlich und wenn sie gnädig wären, für PC erscheinen. Für Xbox, glaube ich, wird es nie erscheinen, weil wie gesagt, die Marke oder der Name Demon's Souls gehört ja noch immer Sony. Das ist einfach unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, also PC verstehe ich nicht, warum sie das nicht mitgenommen haben bei Bloodborne. Zack, 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 eine weniger. Mir aus dem Weg. Das einzig Gute, wir haben jetzt wieder 10 Estus-Flakons, das ist schön. Dann das alte Spiel nochmal. Ich brauche einen Bogen. Wisst ihr, was hier richtig gut wäre? So ein Drachenjäger-Großbogen. Also dieser, den man in Anno Londo findet. Da könntest du die olle Schabracke da oben mit einem gezielten Pfeil runterholen. Ja, und ich spiele einfach nur auf Nummer sicher. Grund ist der... Würde ich das nicht so machen, würden wir auf der spätestens da danach dann treffen. Und mit dem Pendeln da oben kann die eine ziemliche Todesgarantie sein. So, und jetzt sind wir ein bisschen schlauer, weil ich habe da gerade nicht mehr dran gedacht. Locken uns den hier an. Komm! Jawohl, danke. Wir sollten schauen, dass wir hier tunlichst wegkommen, weil... Der Schlangentyp da, der stirbt dadurch nicht. Der kommt jetzt links die Leiter hoch, wo wir hochgegangen sind. Würden wir jetzt stehen bleiben, würde er uns holen. Naja, also holen nicht, aber ich habe keinen Bock, den jetzt extra zu bekämpfen und warten, bis er da ist. Jo. Eigentlich mag ich Sensfestung. Ich habe die eigentlich beim ersten Durchgang ziemlich gehasst, aber danach ging es sogar. Versuch Nummer 2. Seht ihr, das kann er. Mit diesem
Poke-Angriff, den er da machen kann. Da kann er die Wand da durchschlagen. Dann sparst du dir später nochmal das Runterlaufen mit der Kugel. Wobei uns das jetzt auch nicht viel hilft, weil... Ja. This place is melting my mind. The inactivity is required. Ich würde ja liebend gerne. Gott sei Dank haben wir einen Generalschlüssel, weil ansonsten bräuchten wir hier den Zellenschlüssel und dann bekommen wir es aber später. Oh, heavens. Thank you. I'm safe. And I'd love to resume my travels. But I must log a few things first. And I owe you a favor. I will return to Farlink Shrine. Speak with me there, so that I may impart my sorcery. Jo, der gute Logan. Oh, hello. Don't mind me. Go on ahead. I'll be along later. Whoa, I'll be just fine, young man. Ja, der Logan, der war noch cool. So. Hey, du bleibst da stehen. Komm, das geht nochmal. Das geht nochmal. Nein. Böse Schlange. Und jetzt. Jetzt. Schaffen wir es nicht mehr. Aber jetzt. Und die Schlangentusse geht auch drauf. Aha. Gut. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsringe, der da. Hartstahlring. Reduziert physischen eintreffenden Schaden. Stellt einfach sicher, dass ihr länger überlebt, dass ihr mehr Schaden aushaltet und so weiter. Ich finde den blauen Trennsteinring jetzt auch nicht so schlecht. Aber geht nichts über einen Hartstahlring, finde ich. So, jetzt gehen wir hier drauf. Ein Schottel. Nichts reimt sich auf Schottel. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall. Or a ball, to be precise. I must say, I'm a bit too tough to be outrunning those things. So here I sit in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Perhaps I could try some yoga. Bah. My head would spin. Kann man das überhaupt als Rollen bezeichnen, wenn der sich rollen würde, oder wäre das mehr so eine Art Eiern? So, also, ja, ich meine ja nur. Na, wir warten noch mal kurz. Mir ist doch zu heikel, also ich nehme hier liebend gerne jede Sekunde mit. Lauf! Warten. Jetzt. Au. Ich
möchte eigentlich ungern so viel Estus saufen, weil sicher ist sicher, ich möchte oben nicht nochmal eine Menschlichkeit verbraten. Na komm, Kugel. Gehen wir hier hoch. Und lass uns hier fallen. Und dann kommen wir bei der hässlichen hier raus. Und gehen wir jetzt einmal hier entlang. Und hier hoch. Und dann finden wir hier das schwarze Zauberer-Set und Zauberei-Stille, genau. Und machen wir mal auf. Und wir haben hier einen wunderbaren Shortcut. Mehr oder weniger. Also dann geht das jetzt hier entlang. Oh, 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 oh. Das war... Ja, da oben sind böse Stacheln. Normalerweise geht es halt hier weiter, genau. Und dann müssen wir da jetzt einfach hier nur seitlich hoch. Eigentlich können wir uns den Rest ja schenken. Wir müssen es nur so einstellen, dass die Kugel Sieg... Wollte ich schon Siegwart sagen. Siegmeier. Siegmeier nicht behindert. Hey Neon Striker, moin, herzlich willkommen im Stream. Und alles gut bei dir. Ach, wir gehen da einfach nochmal hin. Wobei... Wir müssen da ja sogar hin. Dann machen wir das jetzt mal gerade eben so. So. Weil wir wollen ja hier nichts liegen lassen und dann... Ist es zwingend notwendig, dass die Kugel jetzt hier vor uns erscheint? Jo, klar, bei mir ist alles gut. Bei mir ist alles gut. So gut, wie es dann einfach halt, ja, so gehen kann, wenn man Dark Souls spielt. So. Haben noch ewig Zeit. Wir bleiben mal kurz hier stehen. Warten ein Sekündchen. Können wir mal genaues Augenmerk auf die verschrumpelten Finger nehmen. Und aufs Schwert. Oh mein Gott. How's it going, 5 Points? Nice to see you here. Da hat der Marco einfach mal alle Leute mitgebracht. Ja, jetzt, ich sehe es gerade eben, jetzt habe ich es eingeblendet bekommen. Gut. Den goldenen Schlangenring noch. Und dann haben wir gleich sogar schon Sins Festung so ziemlich fertig. Wenn ich jetzt hier nicht Scheiße baue, dann ja doch. So. Der Ringe ist wieder da. Ja, der Trick hier bei dem Aufzug ist einfach, ihr seht ja, da ist so Blut drauf, das ist meistens kein gutes Zeichen. Rotes Schmieröl ist relativ selten. Deswegen hier aussteigen, so schnell wie es geht, ansonsten werdet ihr da oben gegen die Nadeln gedrückt, da ist nicht so schön. Macht auch ziemlich viel Schaden. Und jetzt, jetzt haben wir, denke ich, alles fast alles geholt, aber ich habe jetzt keinen Bock da einfach. Es gibt noch den schlafenden Drachenring oder schlummernden Drachenring heißt der genau.
Den kann man da unten holen, wenn ihr den dran habt, macht ihr keine Bewegungsgeräusche mehr. Aber, ja, brauche ich nicht. Gegner werden auf euch so und so aufmerksam. Der Trick hier ist normalerweise, lauft los, sobald die Sensen mittig von euch sind. Also so ziemlich genau jetzt. Und dann kommt ihr da ohne Probleme durch. Jetzt bleiben wir hier kurz stehen. Das sind nämlich drei Schlangen. Einmal die da. Eine dann oberhalb der Treppe und eine im Gang direkt hinter uns. Ja, ein Problem beseitigt. Dann gehen wir mal hier weiter. So, Schlag zu. Und dann haben wir die zweite schon mal weg. Und noch eine Scherbe, optimal. Jetzt können wir unser Claymore, glaube ich, so weit bringen, dass wir dann graue Brocken benutzen können, wenn ich richtig weiß noch. Und irgendwann, ich weiß noch gar nicht, was wir mit dem Claymore machen. Ich denke, wir bringen es einfach auf plus 15. Ist, denke ich, das Sinnvollste. Weil für eine Waffe, man könnte hier durchlaufen. Man kann hier tatsächlich durchlaufen, aber da ist es so eine heikle Geschichte. Das ist immer so eng. Wenn du in dem Moment warten musst, wenn die Pendel nicht gut stehen. Dann kann dich der Blitz von der Schlange runterstoßen. Deswegen spielen wir lieber mal hier auf Nummer sicher, schießen die Runde und dann ist alles gut. So. Kamera empfehle ich euch hier auf jeden Fall immer so einstellen, dass ihr den Kopf eures Charakters so seht. Also nicht so, sondern so leicht, fast über Kopfsicht. Dann seht ihr ganz genau, wo hier die Zwischenräume sind. So, dann laufen wir einfach durch und gut. Dann ist Sensfestung gar nicht mal mehr so schlimm. So, dann sind wir sogar schon auf dem Dach von Sensfestung. Ist nicht schlimm. Wenn man vorsichtig vorgeht. Ich könnte das jetzt noch 2 Stunden weitermachen, ganz ehrlich. Also ich finde Sensfestung nicht so heftig. So, der Balderritter ist auch weg. Ah, und für die, die bei mir auf meinem Lore-Kanal dabei sind. Ihr kennt ja meine Joes Geschichten. Der Lars ist ja jetzt nicht da. Der könnte dazu vielleicht was sagen. Und zwar werden wir gleich Duval finden. Duval war bei meiner eine selbst erfundenen Geschichten, also Joes Geschichten, die habe ich mir selbst ausgedacht. Und Duval war der Hauptcharakter in dieser Geschichte. Und Duval unterscheidet sich tatsächlich von den anderen Balderrittern. Also ist ein Gegner hier, der anders aussieht wie die anderen. Jo, goodbye 5 Points, nice to see you again. Für eine Sekunde dachte ich, ich falle jetzt irgendwie so seitlich runter. Hab schon wieder gedacht. Klangkaster, moin! Sieht man dich hier auch mal? Normal ja nur meistens drüben beim Mago. So. Bei denen da unten übrigens. Also bei den beiden Balderrittern da, den da an der Treppe und den da hinter der Treppe, da kann man wunderbar das Balder-Seitenschwert farmen. Autsch. Autsch. Ich glaube, uns hat gerade eben unser schwarzes Hexenset gerade hier den Arsch gerettet. Das müssen wir eh jetzt gleich nochmal machen. Ach komm. Auf den Kack hier hin so schmeißen. Weil wir müssen menschlich sein. Wir müssen ganz dringend menschlich sein, weil ich möchte nur was zeigen. Und
Und zwar werden wir die Ausladung umkehren und wir können oben einen NPC rufen. Einen ikonischen NPC möchte ich anmerken. Ja, eigentlich tötet einen das Feuer da auch. Das ist jetzt einfach nur, weil wir wirklich das Gold-Song-Set hier anhaben, weil das halt eine recht hohe Feuerresistenz hat. Drum ist das jetzt nicht so schlimm. Netter kleiner Fun-Fact. Die Bomben, die der Riese schmeißt. Oh, scheiße. Die sind tatsächlich, wenn man sie ansieht, sollen nicht Bomben darstellen, sondern da hatte der Designer eine Blaubeere als Vorlage. Ohne Scheiß jetzt. Das ist interessant zu wissen. Also, wenn man überlegt, die schmeißen mit großen Blaubeeren, dann ist nett. Au. Man ist hier irgendwie so leicht paranoid von Dark Souls 3, weil man traut sich nicht mehr, so einen Gegner mit so einem Schild zu umkreisen, weil die in Dark Souls 3, die können so einen fiesen Schildbärsch und das frisst sich ein bisschen ins Gehirn. Das ist nicht so toll. Ja, das sind alles so kleine Details. Also das wusste ich auch nicht. Das habe ich auch erst vor zwei, drei Wochen mal erfahren in dem Interview von Miyazaki, dass die Designerin, die Riesen hier oben entworfen hat, auch die Bomben designt hat. Und es sollen wirklich ein bisschen an Blaubeeren erinnern. Und wenn man sie so sieht und wenn sie auf einen zugeflogen kommt, das kann in der Tat kann hinkommen. Jo. Das übrigens war Rickard, also der richtige Rickard, deswegen ist der Rapier auch danach benannt. Der hat nochmal eine Elite-Ritter-Rüstung an. Ja, und das war's auch schon. Der Degen, der kommt in jedem Soul-Spiel vor. Das ist so eine Tradition wie das Mondlichtschwert. Das ist kein Spoiler, da kann man einfach sagen, der kommt in jedem Soul-Spiel vor. Wir haben ziemlich viele Seelen. Ob das eine gute Idee ist, damit rumzulaufen oder nicht, das werde ich jetzt gleich zeigen. Genau, Osa. Die Flecken bekommst du nie wieder. Aber hier, das sind keine Explosionsflecken, sondern das sind Blaubeerflecken. Da ergibt jetzt alles viel mehr Sinn. Ich frage mich gerade eben, was passiert, wenn man eine Blaubeere anzündet und die schmeißt. Explodiert die dann auch so? Oder verhält sich das anders? Ja. Nicht vergessen. Ich glaube, geht das hier oder brauchen wir hier... Nein. Hier brauchen wir den richtigen Zellenschlüssel. Eigentlich bekommt man nur mit dem richtigen Zellenschlüssel auch Logans Tür auf. Generalschlüssel geht auch. So. Und jetzt für alle die es interessiert, da oben. Dieser Gegner hier. Das hier ist Duval. Warum unterscheidet sich die Hülle von den anderen? Der hier hat keinen Umhang. Das ist wirklich ein anderer Balderritter wie die normalen Standard-Balderritter. Der ist ein bisschen anders. Jetzt gehen wir hier nochmal hoch. Natürlich mit Schild. Autsch. Verdammt. Jetzt macht er uns... Jetzt gibt er uns leichtes Spiel. Das war der Riese. Ich würde jetzt sogar den Eisengolem ganz ehrlich auch mit 0 Estus Flakons angehen. Und... Tatsächlich, sie erinnern ein bisschen an Blaubeeren. Oben die Öffnung, die zugegossen ist, ist normalerweise bei Blaubeeren zwar versenkt, aber in der Tat ist was dran. So werden Spiele designt. Brauchst nur Blaubeeren. So. Und hier, meine Damen und Herren, in dieser NPC wird nur von einem übertroffen. Und das ist Chester Thomas oder Hofner Thomas aus Dark Souls 2. Ansonsten gab es in keinem Soulspiel einen NPC, der stärker war. Eisentages. Der Typ da, der macht den Eisengolem an einem guten Tag, manchmal ist er ein bisschen dämlich, an einem guten Tag ganz alleine. Ich werde versuchen, nicht einzugreifen.
Mir mal Lebensenergie voll. Hallo Thomas. Hallo Tages. Thomas, Tage, kann man mal durcheinander kommen. So. Dieser wandelnde Schrank da. Der macht das jetzt alleine. Da, Eisengolem. Ich bin furchtbar beeindruckt von dem. Wir warten hier kurz. Tages ist jetzt durch den Nebel. Wir laufen ihn durch die Beine. Jetzt greift er an. Und jetzt werden wir einfach nur zuschauen. Ja. Vielleicht hat er einen guten Tag. Schaut mal, wie wenig Schaden er davon nimmt. Uns würde das töten. Tages hat davon jetzt gerade mal vielleicht ein Zehntel seiner Lebensenergie verloren. Meine Damen und Herren, würden doch angenommen, wer möchte draufsetzen, dass Tages gewinnt, oder wer bietet dagegen, wer setzt sein Geld auf den Eisengolem, werden doch angenommen, noch könnt ihr Wetten setzen, wer gewinnt, Eisengolem oder Eisentages. Das Wettbüro wird in wenigen Sekunden geschlossen und, das war knapp, aber ich würde mal sagen, wenn jetzt nichts mehr katastrophal, hopp, greif an, Tages, er macht spannend. Da hat er ihn alleine geholt. Wir mussten nichts machen, wir mussten nicht eingreifen. Für die, die es interessiert, das hier ist der bis heute wohl mächtigste NPC, den man rufen kann. Der tötet einen wirklich recht, ja gut, ich sage jetzt nicht schweren, aber angemessenen Bosskampf ganz alleine. Nice to know. Kann ich jedem empfehlen, der sich denkt hier, ich schiebe mal den ruhigen. Ich habe keinen Bock hier auf Eisengolem, dann rufst du der Tages und der Morgen ist gerettet. So, jetzt müssen wir hier noch was kurz erledigen. Nicht so schlimm. Dann haben wir wenigstens die Armbrust, die fälschlicherweise als Armbrust übersetzt wurde. Das hier ist eigentlich die Scharfschützenarmbrust. Und diese Scharfschützenarmbrust gehört eigentlich Chester. War doch mal was anderes, oder? Also, es ist auch schon mal schief gelaufen. Ich habe schon bei Leuten gesehen, die ließ der Tages im Stich. Ach, wir leveln jetzt erstmal auf. Das gönne ich mir jetzt einfach mal. Wir leveln mal auf. Machen wir es so. Und so, ne, es skaliert mit Stärke an, skalieren wir noch ein bisschen Stärke mehr und dann sind wir zufrieden. Ja, nur auf Nummer sicher, weil 344 Seelen ist jetzt nicht die Welt, sollten wir sterben. Der Riese oben übrigens, der respawnt nicht, der die Blaubeeren nach uns schmeißt. Der da drüben allerdings schon, den kann man töten. Ich glaube, der droppt aber nichts. Sollte man das tun, kann man einfach durch das Loch durchfallen, da wo er die Kugel nachgibt. Ah, ist eine nette Abkürzung, ist aber jetzt eigentlich recht unnötig. So, um das jetzt mal sicherzustellen, dass wir auch da drüben landen werden. Und es ist ein Kacksprung. Ich bin ganz ehrlich, weil du musst wirklich bei dem Sprung bis an die Spitze der abgebrochenen Kante da laufen. Ansonsten schaffst du den Sprung nicht. Das Problem ist, wenn du gerade springst oder leicht schräg, dann passiert das wie bei uns gerade eben, dann fällst du runter und darfst die Strecke hier nochmal hochlatschen. So. Nochmal mit Konzentration. Jawohl.
hat funktioniert. Das rentiert sich übrigens hier teilweise rüber zu gehen. Wenn man den Gefängnis... Du Wall, hörst du auf? Ja. Das war jetzt mein Problem. Das war jetzt mein Fehler. Ja. Geil, ne? Ja. Ich weiß. Das Geile ist ja, im Grunde, wenn man so sieht, also wie Tragis eigentlich den Eisengolem wegschnitzelt, hätte den eigentlich keine Sau aufhalten können. Da hättest du 4 oder 5 Gwyns schicken müssen, dass der gestorben wäre. Aber... Ja, wir haben jetzt wenigstens nochmal die Chance, nochmal diesen wundervollen Sprung zu machen. Jawohl, und jetzt laufe ich aber so, dass mir nicht hier nochmal so ein Malheur passiert. Ja, hier ist eben dieser... der Hoffnungslose, das ist falsch. Hoffnungslose Krieger, glaube ich, heißt der, bla bla. Er erzählt einem halt eben, dass wir scheiße sind und dass wir eh keine Chance haben und so weiter und bla bla. Bei ihm können wir halt eben kleine Scheiben, große Scheiben, grüne Scheiben kaufen. Das Zwiebelritter-Set komplett, wenn man es haben will, das komplette Balder-Set. Und das Stahlset. Ringe verkauft der Donner und Zaubersteinplattenring. Alles für uns uninteressant, weil das horrende Preise zumindest im Moment noch sind. Also scheiß drauf, kannst deinen Kack behalten. Nein, ich habe ihn nicht getrunken. Ich bin es nur nicht mehr gewohnt, mit einem PlayStation 3 Controller zu spielen. Hab dazu große Pratzen für mittlerweile. Immerhin kann ich sagen, ich bin durch eine Dummheit gestorben und nicht durch einen Bossgegner. Zing. Das zählt. Auf irgendeiner Weise. Ist mir egal. Werden wie. Oder so. Habe ich eigentlich? Ja, doch, habe ich. So, jetzt werden wir mal schauen, ob uns der Sprung auch auf die andere Seite gelingt. Jo. Komischerweise ist auf der anderen Seite rüber ein bisschen einfacher. Weiß auch nicht warum. Ja, ganz wichtig, würde ich euch auch empfehlen, macht das, weil dann fährt der hier jetzt runter und der geht bis runter zu der Eingangshalle und dann habt ihr einen Shortcut, dann könnt ihr euch die ganze Sims-Festung jedes Mal ersparen. Braucht ihr die nie wieder so machen. Zumindest in diesem Durchgang. So, und mit dem da oben muss ich noch ein Wörtchen reden. Du mit deiner Armbrust hier, ja? Ey! So, ursprünglich war da ja mal ein Weg hoch geplant. Das mit dem Ring war eine Notlösung, das war auch so, weil sie sonst mit dem Spiel nicht fertig geworden wären. Ursprünglich sollte der Weg tatsächlich da vor uns weitergehen, weil der Weg allerdings zu Fuß so eine gigantische Innenlebentreppe gewesen wäre und die das nicht mehr rechtzeitig geschafft haben. Und sie sich für die einfache Lösung entschieden haben, den Ring da genommen. Ey, Desperado, moin! Und alles gut bei dir. Ich würde auch sagen, in wenigen Minuten werden wir allerdings dann den Stream beenden. Ich streame heute schon eine ganze Weile und 2 Stunden. Das wird ein ewig langes Video auf YouTube. Wobei, mein Gott, 2 Stunden, habt ihr mal 2 Stunden was zu schauen, ist doch auch schön. Ja, und jetzt kommt gleich der Tusch des Todes. Da sieht man, wie groß eigentlich Anor Londo ist. Wie groß das eigentlich mal war.
Und wie wenig man davon eigentlich nur erkundet. Eigentlich ist man ja wirklich nur im Schloss, also. Tages ist ja eigentlich nur an einer Sache gescheitert. Eigentlich war ja Tages so ziemlich mit der Hoffnungsträger. Und Tages wurde eigentlich nur durch eine Sache aufgehalten und das war die gute alte Schwerkraft. Denn Tages wurde von den Gemäldehütern da oben runtergeholt. Haben ihn runtergeschubst und den Fall in der Kapelle da links, dann hat er nicht überlebt und da ist dann gestorben. Leider. Ja, die Treppe wäre schon geil gewesen. Wie gesagt, es ist vieles hier. Wenn einem ein bisschen was komisch vorkommt, dann ist es meistens so, dass sie einfach nicht fertig wurden oder halt eine andere, schnellere Lösung nehmen mussten. Aufleveln ist nicht. Hallo, du. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor-Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Ja, auf keinen Fall. Auf keinen Fall Estus Flakon verstärken. Ihr würdet die Seele der Feuerhüterin des Feuerbahnsteins einsetzen. Dann ist da unten zappenduster, dann geht da unten nichts mehr. Deswegen drauf verzichten. Wir werden für Ende des Streams heute noch eine Sache versuchen. Ihr könnt euch sicherlich denken, was. Und zwar werden wir probieren, die weltberühmten Archers von Anor-Londo, also die pfeilschießenden Vollpfosten da drüben, nein, wirst du nicht. Kamera, was tust du? Warum ich da jetzt hingehe und die... Ach, halt! Halt, ja, ja, haha. Au. Au. Jetzt wird es langsam ein bisschen eng. Au. Der, wenn getroffen hätte. Der Schlag, wenn gesessen hätte. Greif mich nochmal mit deinem dummen Schwanz an und ich hack ihn dir ab. Gut. Ist ja gut. Da komme ich mit der Kamera doch nicht mal hinterher. Na. Das war ein astreiner. Na. Au. Au. Ja, ich weiß, das war ein bisschen spannend. Au. Darf ich hier vielleicht nochmal wegrollen? Also. Hatte ich auch schon mal schnell in Erinnerung. Gut, da vor uns geht es ja nicht weiter. Da ist der Aufzug da zu weit oben. Das heißt, wir müssen den erstmal ein bisschen absenken. Nein, Desperado, ich werde Dark Souls 3 gar nicht streamen.
da hast gar nichts verpasst. Ich werde es auch in Zukunft vermutlich so schnell nicht streamen, weil, wie gesagt, das macht ja ohnehin momentan jeder. Ähnlich wie mit Let's Plays, da selbe Antwort im Endeffekt, weil es macht ja jeder. Sind wir mal ehrlich, also da muss ich es nicht auch noch machen. Ich würde jetzt auch nicht viel anders spielen, denke ich, wie die meisten anderen. Was ich ja mitbekommen habe, ich darf ja nichts drüber sagen über das Spiel und ja, umso weniger, umso besser dann. So. Hallo. Schmeißt er mit seinem Besteckkasten nach mir? Habe ich das gerade richtig gesehen? Das mag ich aber gar nicht. So. Wir haben noch zwei. Oh je, ob ich das noch kann. Leute, ob ich das noch kann. Ja, das Mikrofon ist nicht kaputt, ich muss mich nur gerade ein bisschen konzentrieren. Ja, komm, sei gierig. Ah, er ist nicht gierig, schade. Es kann nämlich passieren, wenn ihr nah genug an der Kante hier steht, dann werden die gierig und machen ihren Sprungangriff. Natürlich über der Kante hinweg und die überspringen sie natürlich nicht, was dazu führt, sie in den Tod springen. Tja. Ja, ich gehe nur auf Nummer sicher. Damals war ich mal so gut, da konnte ich sogar drüber rennen, aber mein Gott, ich bin alt, ich habe nicht mehr so gute Reflexe. Ja, seht ihr? Da, das ist das mit der Gier. Da wollte mich jetzt anspringen, das funktioniert nicht. Und stürzte in den Tod. Vor allem das hier mit den Wurfmessern, das kann sich meistens eine ganze Weile hinziehen. Wie gesagt, ganzer Besteckkasten und so. Ich glaube, da hat die ganze Küche von Anno Londo ausgeraubt. Tja, da haben wir die Stelle auch schon. Ja, und hier ist Tagesrunde gefallen. Und das war sein Tod. Eigentlich hätte nichts aufhalten können, aber dann kam die Schwerkraft und dann war es vorbei. Man stelle sich vor, Tages wäre ein Lord of Cinder geworden. Den hättest du nie töten können. Nie. Stellt euch das mal vor. Der Unzerstörbare. Ja, der König ist ja da relativ beschäftigt, Lowpro. Und ich glaube, da wird nichts mehr kommen. Ich habe zwar schon mal darauf angesprochen, aber meistens kam als Antwort dann eben hier so... hat irgendwie keine Lust mehr oder momentan halt nicht und dann ja, dann sehe ich das als abgehakt, weil ich werde auch nicht ewig warten und ganz ehrlich irgendwie ja, ich glaube, der ist ganz gut versorgt mit Dark Souls 3. Ah, da ist der Akku meines Controllers leer. Leute, Ach, scheiß drauf. Ich meine, es sind doch bloß 5800 Seelen. Was will schon passieren? Wenn sie weg sind, ha! Natürlich die Riesen hier ein paar Mal, dann habe ich die wieder. Au! Ich habe eigentlich Rollen gedrückt. Ja, hier so Kreis und so, also... Au! Stimmt, da war ja was. Die habe ich ganz vergessen.
Au! Au! Kreuz verflucht! Au! Hör mir den Mist auf! Was, das geht? Ich wusste nicht, dass man durch den Zaun rollen kann. Das geht? Meinst du von Dark Souls 3 Lore, Desperado? Da bin ich ganz ehrlich, ich habe mich noch kaum mit der Dark Souls 3 Lore beschäftigt. Kaum. Es ist sehr kompliziert und ich muss ja selbst erstmal alles zusammenkramschen. Es ist sehr viel. Eigentlich funktioniert das ganz gut mit dem Durchlaufen. Eigentlich. Das hat jetzt wohl nicht so ganz funktioniert. Und ich dachte eigentlich, normalerweise kannst du das super gegen den Zaun rollen, aber cool. Haben wir eine Stelle gefunden, wo du rollen kannst. Auch schön. Naja, wie gesagt, eigentlich kannst du da gar nicht rausrollen. Das ist dasselbe wie bei den Archers. Dann vorne, da ist auch so ein Zaun. Und da bist du ja sicher quasi. Solange du... Verpiss dich. Gargoyle-Bade. Yay. Ja, darum dachte ich eben, was war dann das jetzt gerade? Weil eigentlich ist es da nicht möglich, da durchzurollen. Hätte ich gedacht. Das war jetzt auch für mich neu. Und das war ernsthaft, das war nicht das erste Mal, dass ich da jetzt hier die Rolle da mache. Ich wusste nicht, dass man da durchrollen kann, dass es überhaupt möglich ist in irgendeiner Form. Naja, gut. Lassen wir da mal so stehen. Au. Boah. Junge. Schluss. Aus. Verfehlt. Oh Leute, jetzt wird's spannend. Wie viele Sekunden wird es wohl dauern, bis wir sterben? Eins, zwei, drei. Oh, oh. Das ist tödlich. Wenn du hier hängen bleibst, das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Übrigens, hier gibt es einen ganz einfachen Trick. Wenn ich ihn jetzt hinbekomme, hier einfach nahe genug hin. Jawohl. Und dann sind wir schon durch. Jawohl. Super. Optimal. Hat funktioniert. Yay. Ja, läuft nicht immer so gut. So. Meine Damen und Herren, wir sind in Anno Londo angekommen. Bringen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Position. Für heute werden wir den Stream beenden. Aha, ist so leer. Nö, machen Sie nicht, Marco. Machen Sie nicht. Die Archer haben mich nicht runtergeschossen. Also bei mir war es auch so, also Dark Souls 3 war bei mir irgendwie die Motivation ziemlich schnell, ja, ja. Ja, also normalerweise, das ist die eine Möglichkeit, wo ich jetzt gerade gesehen habe, dass er an der Kante runterfällt, wenn er diesen Angriff dann macht. Ansonsten, achtet dann nur auf den linken, dass der euch nicht in den Rücken schießt und holt euch den rechten daher. Also seht zu, dass er das Schwert und den Schild behält. Und dann, wenn ihr ungefähr, sagen wir, 3-4 Schritt von dieser Schräge, wo ihr herkommt, seid, laufen ein bisschen schneller und der verfolgt euch dann. Die sind verbuggt, wurde nie geändert, die fallen dann da runter, die können den Weg dann nicht vernünftig nehmen. Selbst wenn auf dieser breiten Schräge, da lassen die sich einfacher bekämpfen wie da oben.
So, wir müssen hier noch kurz mit Solerma quatschen. Oh, there you are. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. You've left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you. Wir haben ihn bisher überall beschworen, also das ist eigentlich, ja. You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I think you have feelings for me. Oh no, dear me, pretend you didn't hear that. So. Nochmal aufleveln, also wie gesagt, dann würde ich mal sagen, sind wir für heute mit dem Stream durch. Wir haben jetzt 2 Stunden gestreamt, ein bisschen länger wie 2 Stunden, das muss eigentlich reichen. Oh, Seelenlang noch nicht. Das müssen wir ändern. Bäm. Können wir wenigstens 2 Level mitnehmen? Oder so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim... Fehlen da 600 Seelen, ich glaub's ja nicht. Sehen wir uns beim nächsten Stream wieder. Der da wäre nächste Woche Sonntag, wie immer. Selbe Uhrzeit, ich denke mal so 17, 18 Uhr. Alt, ich muss ja nicht mit ihm reden, ich muss ja Seele ploppen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr da lieben gerne wieder mit reinschauen. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal in aller Ruhe Dark Souls 1 gar fertig. Und danach werden wir mal schauen, was wir da dann streamen. Also wie gesagt, Dark Souls 3 werde ich vermutlich nicht streamen. Zumindest nicht so schnell. Und auch das Let's Play wird auf sich warten lassen. Aber gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Sonntag. Entschuldigung. Und einen schönen Start in die neue Woche. Und euch auf YouTube viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge Dark Souls 1. Also, bis denn dann, Leute. Wir sehen uns.